Vielleicht haben Sie auch schon den kleinen Pool bemerkt. Das ist ein Taufbecken. Früher haben wir immer nur mit Wasser auf der Stirn getauft, aber heute an Ostern machen wir es nach alter Sitte. Wir machen es richtig. Ich hoffe, Tom Tipton und Daniel Rodriguez werden ein bisschen nass gespritzt. Wir haben den Spritzschutz schon abgebaut, weil wir nicht vorhatten, jemanden im zweiten Gottesdienst zu taufen. Das war für den ersten Gottesdienst geplant. Aber im ersten Gottesdienst haben sich noch zwei gemeldet, die auch getauft werden wollen. Also gebe ich noch einmal die Gelegenheit, sogar für die im Chor, wenn noch jemand will, auch im Orchester. Irgendwer? Mark? Heute ist dein Tag, ich habe deinen Finger gesehen. Ich möchte Ihnen heute die Gelegenheit geben. Sie können eine halbe Stunde darüber nachdenken und sich, wenn Sie wollen, heute taufen lassen. Ganz egal, was Sie anhaben. Ihrer Familie wird es nichts ausmachen. Wir haben riesige Handtücher und dunkle Shirts vorbereitet. Alles, was nötig ist, damit Sie es heute tun können. Ich möchte, dass Sie darüber nachdenken. Und wenn während der Predigt Ihr Herz anfängt zu pochen und Sie merken, der Herr drängt Sie, sich taufen zu lassen, folgen Sie diesem Ruf. Warten Sie nicht, denken Sie nach. Sie haben 20 Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Und dann werde ich Sie fragen, ob Sie sich taufen lassen wollen oder nicht. Man lebt nur einmal und ich möchte sehen, ob Sie genug Mut haben, um ein öffentliches Bekenntnis abzulegen, indem Sie zu Chad Blake in den Pool steigen. Gut. Großartig. Es ist Ostern. Und für die von uns, die schon einen lieben Menschen verloren haben, die gelitten haben, die schon einmal eine schlechte Diagnose bekommen haben, ist Ostern eine gute Nachricht. Natürlich heißt das, dass Ostern für jeden eine gute Nachricht ist. Wir alle leiden. Wir alle werden krank. Wir alle haben manchmal ein mulmiges Gefühl, was den Tod angeht. Es kommt nicht darauf an, wie alt oder wie jung man ist. Man denkt an das Grab. Und wie ein Stein, der über das Wasser hüpft und dann Schwung verliert und versinkt in den tausend Tiefen der Nichtigkeit, wie Kierkegaard sagte. Um meinen Anfangsgedanken heute zu erläutern, habe ich das letzte Jahr an Ostern Toilettenpapier benutzt. Aber heute will ich es etwas gediegener machen. Wir reden darüber, wie lange Ihre Existenz wirklich dauert. Das ist heute das große Thema. Wie groß ist die Welt? Wie groß und wie weit ist das Universum und wie wichtig ist das Leben eines Einzelnen? Bei allen Argumenten dazu finde ich kaum jemanden, der sagt, wir haben recht. Niemand sagt, wir haben alles perfekt herausgefunden. Die meisten sagen, dass die Welt kleiner, weniger bedeutsam, weniger wichtig ist. Oder sie sagen, die Welt oder dein Leben oder was auch immer ist größer und wichtiger als alles andere. Wir betrachten es heute einmal so. Anstatt Ihre Lebensspanne in Jahren zu rechnen, berechnen wir sie in Zentimeter. Stellen Sie sich vor, Ihr Leben auf dieser Erde beträgt einen halben Meter. 50 Zentimeter. Stellen Sie sich das vor. Wie fühlt sich das an? Ist das alles oder gibt es noch mehr? Das ist die Frage. Die Frage aller Fragen. Wie lange dauert mein Leben? Heute glauben mehr Menschen als je zuvor, dass das Leben so kurz ist. Das hier ist meine Lebensspanne. Wie beeinflusst die Sicht, dass mein Leben gerade mal 50 bedeutungslose Zentimeter misst, mein Verhalten? Sie macht mich selbstsüchtiger, hedonistischer. Sie zwingt mich, jeden Tag zu meinem Vergnügen zu leben. Das heißt, ich muss einfach manchmal selbstsüchtig sein. Wenn Sie das glauben, leben Sie von Furcht getrieben. Und jeden Tag denken Sie darüber nach, dass Ihnen vielleicht noch 10 oder 20 Zentimeter bleiben, wenn Sie Glück haben. Das ist kein Leben. Und so ist auch Ihre Existenz nicht. Der größte Traum des Teufels ist, dass Sie glauben, dass Ihr Leben nur so kurz ist, weil das Ihre Art, mit Ihren Nachbarn umzugehen, beeinflusst und sich darauf auswirkt, wie Sie Menschen lieben. Es verändert Ihre Sicht der Dinge. Und wir sind hier, um Ihnen zu sagen, dass Ihr Leben viel länger ist, als Sie meinen. Das Leben geht weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und wir wissen nie. Natürlich glauben wir als Christen daran, dass das Leben ewig weitergeht. Aber das Wichtige am Christentum ist, dass wir denken, dass die 50 Zentimeter unseres Lebens Bedeutung haben. Wir glauben, dass sie mehr bedeuten. Warum? Weil diese ganze Strecke auf dem Maßband davon bestimmt wird, wie Sie diese 50 Zentimeter verbringen, wie Sie diese 50 Zentimeter gestalten.
wird sich darauf auswirken, was im Rest ihres Lebens passiert. Und wenn Sie glauben, diese 50 Zentimeter wären alles, dann machen Sie einige gewichtige und fundamentale Fehler im Leben. Ich lege das mal weg. Wir müssen nicht alles ausmessen, oder? Ich glaube zuallererst, dass das menschliche Verhalten stark davon abhängt, wie man die eigene Existenz und die Länge des Lebens betrachtet. Wenn Sie mit der Bedrohung leben, dass Ihr ganzes Leben nur aus diesen 50 Zentimetern besteht, werden Sie wahrscheinlich Ihren Nächsten nicht so liebevoll und respektvoll behandeln, wie er es verdient. Sie werden nicht Ihr Leben als Märtyrer oder aus Hingabe für jemand anderen lassen. Sie werden kein Held sein, wenn Sie meinen, dass alles, was Sie haben, diese 50 Zentimeter Vergnügen sind. Und so betrachten viele Menschen ihr Leben. Mir bleibt nur diese kurze Zeit, um das Leben zu genießen und Spaß zu haben. Und wenn es vorbei ist, gehe ich mit einem Knall ab und das war's. Was für eine traurige und schreckliche Art, sein Dasein zu sehen. Als erstes möchte ich sagen, dass ich oft Mitleid mit den Jüngern habe, weil sie alles versucht haben, um genau zu dokumentieren, was sie mit Jesus erlebt haben. Ich selbst habe schon ein paar Wunder erlebt. Einige haben körperliche Veränderungen gebracht. Man kann nicht wirklich erklären, was passiert ist. Am Anfang meines Dienstes als Pastor habe ich diese Geschichten nicht erzählt, weil ich nicht wollte, dass meine Zuhörer mich für unglaubwürdig halten. Wenn man von echten Wundern berichtet, die man selbst erlebt hat, zwingt man die Leute zu einer Entscheidung, ob sie denken, dass man entweder lügt oder verrückt ist, dass man entweder blöd ist oder die Wahrheit sagt. Und die meisten Leute sehen das Leben durch die Brille an, die sagt, nein, Wunder passieren nicht einfach so, wie du das erzählst, Bobby. Solche Erlebnisse wie in Thailand, wo wir für Regen gebetet haben. Es hatte 3 Monate lang nicht geregnet und als wir gebetet haben, fing es an zu schütten. Geschichten wie die von dem Mädchen und mir, als wir einen Mann getroffen haben, der 10 Jahre nicht gelaufen war. Er bat uns, für ihn zu beten und in dem Augenblick, wo wir ihn berührt hatten, wir hatten noch nicht einmal angefangen zu beten und in der Sekunde, wo wir ihn berührt haben, stand er auf, rannte los und schrie irgendwas in Thai. Wir hatten keine Ahnung, was er geschrien hatte, aber alle, die herumstanden und ihn kannten, haben uns mit großen Augen angestarrt, als hätten sie gerade einen Geist gesehen. Oder meine eigene Geschichte, sie ist zu lang, um sie ganz zu erzählen. Ich bin zum Arzt gegangen und er sagte, ich würde auf dem rechten Ohr bald taub sein. Dann hat jemand für mich gebetet und am nächsten Tag konnte ich wieder hören. Wenn man solche Geschichten erzählt, denken manche, oh, Bobby ist naiv oder Bobby ist bescheuert oder eben Bobby sagt die Wahrheit. Und das ist genau die Schwierigkeit mit den Jüngern. Die Geschichte von Ostern, das, was wir heute feiern, ist vor 2000 Jahren passiert. Und viele könnten die Jünger als ungebildete Hinterwäldler und dumme, abergläubische Leute diskreditieren, die nicht wussten, dass Tote nicht aus dem Grab zurückkommen können. Ich will Ihnen heute sagen, dass die Juden im 1. Jahrhundert jedoch gar nicht ungebildet waren, sondern sie waren brillant. Im 1. Jahrhundert wurden die Juden von den Römern beherrscht und 300 Jahre davor waren sie hellenisiert worden. Das heißt, die Griechen waren da und haben ihre Missionare und ihr Bildungssystem mitgebracht. Das bedeutet, viele der Juden, die die Geschichte dokumentierten, waren hervorragend ausgebildet. Alle jüdischen Männer und Frauen im 1. Jahrhundert konnten lesen und schreiben. Die meisten von ihnen waren durch die Griechen geschult in Logik, Stoizismus, Skeptik und Rhetorik. Sie haben viel Zeit damit verbracht, wichtige Fragen über das Universum zu diskutieren. Entgegen der gängigen Meinung wussten die Griechen damals schon, dass die Welt rund ist. Tatsächlich konnte Pythagoras 500 vor Christus genau den Umfang der Erde berechnen. Das waren keine dummen Menschen. Sie waren sehr, sehr schlau.
Tatsächlich könnte man aus der Tatsache, dass sie noch kein Fernsehen und keine Playstations hatten, ableiten, dass sie noch ein bisschen schlauer waren als wir heute. Ich weiß nicht, wie Sie das erleben, aber mir begegnen wenig Leute, die sich über Plato, Archimedes, Cicero und Marcus Aurelius unterhalten. Nein, wir haben keine Zeit, uns einen Autoaufkleber durchzulesen, ganz zu schweigen von Büchern. Und natürlich ist Ihnen auch aufgefallen, dass die Leute immer weniger Bücher lesen und dass immer weniger Leute an Gott glauben. Mir drängt sich auf, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ich möchte noch dazu sagen, dass einige der schlauesten und brillantesten Menschen, die je gelebt haben, an Gott geglaubt haben. Wir denken oft, dass die Menschen, bis Voltaire lebte, nicht wussten, dass Wunder etwas Überraschendes sind und dass es abnormal ist, wenn jemand von den Toten aufersteht. Voltaire glaubte übrigens an Gott. Wenn man heute jemand aus der Popkultur fragt, wer wohl der schlauste Mensch war, der je gelebt hat, was sagen die? Albert Einstein. Wenn man in der akademischen Welt nach dem schlauesten Menschen aller Zeit fragt, würden die meisten wohl mit Isaac Newton antworten. Isaac Newton hat mehr über Religion geschrieben als über Wissenschaft. Isaac Newton war ein Christ, der über systematische Theologie geschrieben hat. Der Grund, warum ich das alles sage, ist, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Auferstehung Jesu wirklich passiert ist und heute Einfluss auf unser Leben hat. Die Zeugen der Auferstehung und der Taten Jesu in der Bibel sind glaubwürdig. Sie haben heute noch Wert. Ich habe oft Mitleid mit den Jüngern, weil es nicht nur eine Handvoll Jünger waren, die es gesehen haben, sondern es waren hunderte Leute, die Zeugen waren und davon berichtet haben. Tatsächlich wurde Jesus ständig von Tausenden von Leuten umringt. Das heißt, er muss etwas Erstaunliches vollbracht haben. Lukas, der Autor des Lukas-Evangeliums, war ein Arzt, ein griechischer Arzt, er war nicht mal religiös. Er war nicht mal religiöser Jude. Das waren brillante Männer, die etwas Historisches erlebt haben und sich die Mühe gemacht haben, es zu dokumentieren. Für sie war dieses Dokument nämlich der größte Schatz für alle Generationen. Daraus kommt die Verheißung, dass wir ewig leben, wenn wir an Jesus glauben. Kann ich ein Amen hören? Was haben sie gesehen? Sie haben Unglaubliches beobachtet. Zuerst tritt dieser Rabbi auf und fängt an, Menschen zu heilen. Er heilt einfach Menschen. Er sieht einen Kranken und heilt ihn. Er scheint solche Sachen zu können, wie das Wetter zu kontrollieren. Ich weiß nicht, warum diese Geschichte mich so sehr berührt. Es gibt einen Bericht, in dem zwei Männer, die von Dämonen besessen sind, Jesus aus der Ferne sehen und die Dämonen schreien: Was machst du hier? Du solltest nicht hier sein. Sie erkennen ihn. Sie sagen: O Sohn Gottes, bist du gekommen, um uns zu quälen? Unsere Zeit ist noch nicht gekommen. Was tust du hier? Sie kannten ihn. Was macht der König hier, in diesem Körper? Was passiert hier? Ein anderes Mal sitzen Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus zusammen, als ein Nebel auf dem Berg aufzieht und plötzlich Gott mit Jesus redet. Sie sind verängstigt. Und Petrus denkt, ich muss etwas sagen. Er fragt, sollen wir für diesen großen Anlass einen Altar bauen? Ich liebe es, was da in der Bibel steht, dass er das sagte, weil er verängstigt war und meinte, etwas sagen zu müssen. Das gefällt mir, dass das da steht. All diese unglaublichen Dinge passieren und nach etwa 3 Jahren sagen sie, okay, das ist der Messias. Er ist der, auf den wir gewartet haben. Und dann erleben sie den schlechtesten Höhepunkt einer unglaublichen Geschichte. Er wird einfach umgebracht, er wird gefoltert und an einem römischen Kreuz hingerichtet. Viele sind verwirrt und wissen nicht, was passiert ist. Und dann wird er von den Toten auferweckt. Wir meinen oft, er wurde von den Toten auferweckt und ist dann verschwunden. Nein! Er ist auferstanden und war 40 Tage lang mit ihnen zusammen. Er hat mit ihnen gegessen, geangelt und Feuer gemacht. Er spricht mit ihnen und bereitet sie vor. Er sagt, jetzt seid ihr dran. Ich gebe euch dieses Auferstehungsleben und ihr sollt hingehen und diese unglaublichen Auferstehungswerke tun. Weil ich lebe, könnt ihr leben.
Sehen Sie, das ist die heutige Botschaft, weil die Apostel danach mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und genau die gleichen Dinge anfingen zu tun. Sie haben alles dokumentiert und uns hinterlassen. Wir haben jetzt die Wahl. Das ist die Sache mit der Religion und mit dem Glauben. Es gibt gerade genug, um zu glauben und gerade genug, um zu zweifeln. Gerade genug von beidem. Den Jüngern, und zwar allen von ihnen, war das wichtig. Und es waren Hunderte, nicht nur die 12 Jünger, die glaubten, Jesus vertrauten und mit seinem Leben erfüllt wurden. Ich glaube, das Wichtigste, was sie uns sagen wollen, war, dass wir keine Angst zu haben brauchen. Das sind doch gute Nachrichten. Ihr müsst keine Angst vor dem Tod haben. Euer Leben ist viel länger als nur diese 50 Zentimeter. Aber diese 50 Zentimeter haben Bedeutung. Sie sind wichtig. Sie haben Sinn. Und sie wollten, dass wir wissen, dass Jesus heute lebendig ist und Dinge tut. Er kennt sich hinter den Kulissen dieser Welt aus. Er zeigte uns, dass diese Welt, in der wir leben, wie ein Theater ist, wo wir eines Tages hinter den Vorhang sehen und sehen, wie das Universum wirklich ist. Aber jetzt, wo wir in diesem sterblichen Körper sind, müssen wir Jesus unser Leben anvertrauen. Das waren auch gute Nachrichten für uns als Familie, als mein Großvater Robert Harold Schuller gestorben ist, den viele von Ihnen kannten. Und auch für alle, die selbst einen lieben Menschen verloren haben. Einige haben das Gefühl, ihre Hoffnung sei verloren. Oder sie sind krank, oder sie kümmern sich um einen kranken Angehörigen und die Aussichten sind medizinisch nicht so gut. Sie können Jesus vertrauen. Egal was passiert, alles wird gut. Sie können an Jesus glauben und wissen, dass der auferstandene Jesus in ihnen lebt. Sie brauchen keine Angst zu haben, liebe Freunde. Haben Sie keine Angst. Ich glaube, das Leben hier ist so ähnlich wie eine Fußballweltmeisterschaft. Nur eben, dass bei dieser Fußball-WM jeder teilnimmt. Und wenn dein Spiel zu Ende ist, gehst du auf die Ränge und feuerst die an, die dann im Spiel sind. Ich glaube, dass es Familienmitglieder gibt, die ich noch nie gesehen habe, die mein Leben beobachten, und sie haben auch Verwandte, die sie beobachten und sie anfeuern. Sie rufen, los John, los Lisa, du schaffst das. Du kannst dein Leben führen, das in Ewigkeit Bedeutung hat. Wir sehen dir zu, wir feuern dich an, wir beten für dich, wir glauben an dich. Ich glaube, meine Verwandten tun das, und wenn ich eines Tages zum Herrn Jesus gehe, werde ich meine Kinder anfeuern und meine Enkel und werde ihnen zusehen, wie sie im Leben aufblühen. Weil ich daran glaube, dass sie nicht nur hier auf der Erde leben, sondern ich glaube, wir leben für die Ewigkeit. Wenn das die Realität ist, dann ist das die Länge ihres Lebens, aber dieser Glaube setzt den Kurs für ihr Leben. Was fangen Sie damit an? Manche haben noch 30 Zentimeter und die anderen haben 11. Was fangen Sie mit der Zeit an, die Ihnen bleibt? Leben Sie nur für sich selbst? Werden Sie ein selbstsüchtiger, hedonistischer Mensch? Oder glauben Sie daran, dass, wenn Sie den Rest Ihres Lebens Jesus anvertrauen, Sie den Lauf der Welt verändern können. Auch wenn sich das oft nach Arbeit anfühlt, wird es Ihnen und nicht nur Ihnen alles bedeuten, sondern auch allen anderen Menschen. Sie können alles verändern. Ich möchte Sie einladen, egal wer Sie sind und was auch immer Ihr Hintergrund ist, egal was Sie im Leben getan haben, es spielt keine Rolle. Ihre Sünden aus der Vergangenheit können vergeben werden. Sie können erneuert und wiederhergestellt werden. Sie können mit Gott ins Reine kommen. Und jetzt ist es soweit. Sind Sie bereit? Sie hatten jetzt gute 20 Minuten Zeit. Jetzt ist es Zeit, dass ich die Ärmel hochkremple und Menschen taufe. Ja! Genau. Liebe Freunde, es ist Ostern. Ich weiß, das kommt im Fernsehen. Und Millionen von Menschen überall auf der Welt schauen zu. Was Besseres kann es geben, als an Ostern vor der ganzen Welt seinen Glauben an Jesus Christus zu bekennen? Stephanie, glaubst du an Jesus Christus als deinen Herrn und Retter? Willst du ihm alle Tage deines Lebens vertrauen? Willst du, dass sein Siegel auf deiner Seele liegt?
Willst du sein Jünger sein und darauf vertrauen, dass er dir vergeben hat? Wenn ja, sage ja von ganzem Herzen. Dann, Stephanie, taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Applaus für sie! Gar nicht schlecht, oder? Es ist ziemlich warm. Wie heißt du? Jeannie. Glaubst du an Jesus als deinen Herrn und Retter? Wirst du ihm dein Leben lang folgen? Wirst du sein Jünger sein und darauf vertrauen, dass er dich erlöst hat? Wenn ja, sage ja von ganzem Herzen. Dann taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein Applaus für sie. Wie heißt du? Gabby. Gabby, vertraust du dein Leben und deine Seele Jesus an? Wirst du ihm dein ganzes Leben lang folgen? Wirst du sein Jünger sein und seine Vergebung für dich annehmen? Wenn ja, sage ja von ganzem Herzen. Dann taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja! Ja! Noch einen Applaus für alle! Ja! Das ist großartig, das ist die gute Nachricht. Ja! 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 Ja!